Diese Woche kann man in Graz in die Welt des Tanzes eintauchen, und zwar beim Internationalen Tanztheaterfestival. Viele Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt zeigen, was das Genre Tanz in seinen vielfältigen Spielarten zu bieten hat. Ein Pavillon, der dem Publikum neue Einsichten aus allen Richtungen gewährt, bildet das Zentrum des Tanztheaterfestivals beim Theater im Palais der Grazer Kunstuniversität. Ansicht, Aufsicht, Durchsicht, genau das ist es, was es sein soll. Der Zuseher darf aus verschiedenen Perspektiven rezeptieren. Wie gut die unterschiedlichsten Tanzstile miteinander können, zeigte die Eröffnungsgala, wo Parkour und Afro auch auf Hip-Hop trafen. Für mich ist es auch ein Auslassventil, also emotional. Also ich lasse eigentlich sehr viel Aggressionen daraus. Oder lasse mich auch von der Musik und von den Lyrics leiten. Auch der Gesundheitstanz und die Bewegung sind Teil des Festivals. Leonie Wahl brillierte in einem Solo als verletzliche Frau auf dem Weg zu sich selbst. Sie hat eine innere Kraft, unverschämlich. Also es ist ja nicht nur die externe Kraft, wie wir sagen, oder die ästhetisch. Es geht die Psyche hinein, wie die valorisiert sich selbst auch. Bis Freitag zeigt das Internationale Tanztheaterfestival noch, wo die Welt des Tanzes im Jahr 2015 angekommen ist.